Ja, und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir befinden uns heute auf der Karte Hohenkirchen und wir fahren heute die Linie 853 von Hohenkirchen Bahnhof nach, hab den Ort vergessen. Das ist immer toll, ne? Wir fahren nach Ernst-Roda Ort, ist eine kurze Linie. Das Ganze mit den C2 von MX in der Überland-Variante. Und ich würde sagen, starten wir mal die Karre hier, denn wir haben schon in 2 Minuten Abfahrt und das Wetter ist auch ziemlich bescheiden. Ja, also wirklich ziemlich bescheiden. Es pisst. Hätte ich zwar jetzt lieber in der Realität, aber okay, ne? Irgendwo in NRW regnet's. Ja, ja, das Ganze mit einer OVMD-Lackierung, nicht in einer Hohenkirchen-Lackierung. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine gibt für den C2, denn wir fahren für den Busbetriebssimulator, deswegen auch das regnerische Wetter. Sonst hätte ich längst was anderes genommen am Wetter. Und außerdem möchte ich nicht, dass der Singleplayer mich wieder verarschen tut. So, dann wollen wir erstmal hier die Karte drauflegen. PIN-Nummer und dann die 853. Route 1 hoffentlich. Ernst-Roda. Passt perfekt. Ernst-Roda Ort. Genau. Allerdings haben wir hier nicht Abfahrt, sondern 854. 852. Ach, wo haben wir denn Abfahrt? Da hinten. Ach, leckst mich am Arsch, du. Ja, ach, dann machen wir einen ganz einfachen Prozess, ne? So, Gang rein und los geht's. Noch Licht an. Du hast gerade eine Ölspur entdeckt, natürlich. Fährst du kaum los, habe ich eine Ölspur entdeckt. Ja, nee, ist klar. So. Rufen wir die Feuerwehr auch noch an. Ach, Leute. Warnblinker rein. Rückwärtsgang. Ey, das ist nur bei meinem OMSI gefühlt, ne? Wenn ich einen Rückwärtsgang reinnehme, dann will er manchmal nicht. Oder ist mein Pedal einfach zu blöd dafür? Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, ich habe Abfahrt. Aber wir standen falsch. Es tut mir leid. So. Ach ja. Ganz schön wackelig hier der Boden, ne? Braucht neuen Asphalt hier. So. Ne. Was man nicht alles für die Fahrgäste tut, ey. Aus. Oh, es ist richtig kalt hier drin. Ach, halt die Fresse. Eine Fahrkarte, bitte. No. Bitteschön. Das an. Ist doch die Klima, ne? Ja. So, wir sind Mustermann, natürlich. Letzter Entnahme. 15.05. Halt die für ein Gerücht, aber gut. Oh, das ist doch so lange her, dass es gespeichert ist? Ich weiß es nicht. Hm. Ansonsten wirklich sehr lange her, wie ich finde. Und mein OMSI hängt. Jetzt nicht mehr. Jutti. Türen schließen und wir haben Abfahrt. Ja, Hohenkirchen Paver-Eltern. Ne? Es gab ja vor einiger Zeit ein neues Update für die Karte. Ich bin persönlich darauf noch nicht gefahren. Auf das neue Update. Das ist doch außer beim Stream. Es soll ja eine neue Linie geben. So eine Expresslinie. Die bin ich auch, glaube ich, im Stream gefahren. Aber ja, ich bin selten auf dieser Karte unterwegs, ne? Also ziemlich sehr selten. Nächste Haltestelle, Hohenkirchen Feuerwehr. Ich meine, die Karte ist wirklich sehr schön gemacht. Es gibt auch schöne, enge Stellen. Finde ich sympathisch. Aber das Liniennetz ist total für den Arsch, ne? Also wer sich das ausgedacht hat, ich weiß nicht. Also das, also da haben bestimmte Linien irgendwie so eine beschissenen Wege. Nächste Haltestelle,
Hohenkirchen Feuerwehr. Also da denkst du dir auch, ja, warum muss ich da extra reinfahren, dann wenden und dann wieder... Ach, nee. Bescheidene Linienwege teilweise. Ob sich das verbessert hat, keine Ahnung. Und die Ansage ist eins zu weit, habe ich gerade gemerkt. Aber gut. So. Einmal rechts abbiegen. Ah, Fressnapf. Ja, Performance ist auch top. Also da hat man wirklich drauf geachtet, das mit der Performance, das finde ich sehr gut. Ah ne, doch nicht. Die Ansage ist doch richtig, okay. Aber das Linienkonzept war jetzt nicht so der Burner. Ich hoffe, man hört jetzt die Müllabfuhr draußen, weil die ist gerade am Müll abholen. Tolle Sache. Nächste Haltestelle. So. Hohenkirchen, Eckinger Weg. Einmal hier rum. Tüdudum. 30. Ah, sympathische. Sympathische Kreisverkehrinsel. Damit man schön drüber fahren kann. Gerade für den Bus sehr gut. Gibt es bei uns auch. Da fährt dann einfach der Bus gerade drüber durch. So. Oh Mann, ich hoffe, man hört wirklich die Müllabfuhr nicht draußen, ne? Ach, Leute. Ach ja. Guten Morgen. Morgen. Moin Moin. So. Immer wenn man aufnehmen will, ne? Ja, in der Zeit nichts. Und jetzt auf einmal. Ach, ne. Ja, wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch über Kommentare, was ihr so von der Karte haltet und ob ihr die Karte habt. Würde mich mal sehr interessieren. Und ob ihr gerne auf der Karte unterwegs seid. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Bandweg. Bandweg? So eine interessante Haltestelle. So. So. Hineinspaziert. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hinten wollte ich hier nach raus, ne? Nee. So. Weiter geht's. Hab zwei Gnadelschaft. Uff. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen, Abzweig Gnadelschaft. Richtig, und da will keiner mit, also können wir da durch. Finde ich super. Ah, Wildwechsel. Gibt's aber leider nicht. Nach wie vor glaube ich Bad Kinzau die einzige Karte, die Wildwechsel hat. Wo so ein Reh also über die Straße geht. Finde ich cool. Nächste Haltestelle. Hohenkirchen Gasthof Bernau. So. Gasthof Dernau. Okay. Hat aber bestimmt noch nicht geöffnet. Will sie mit oder will sie jetzt nicht mit? Nö. Fahrkartenkontrolle. So, Abfahrt. Oh.
Kommt da was? Nee. Iuiuiui. Da ist frei. Das sehe ich nicht. Da ist frei. Also Abfahrt. Ach, Leute. Hat es jetzt aufgehört zu regnen? Oh, ist doch schön. Das finde ich sympathisch. Nächste Haltestelle. Engelsbach. Nee, doch nicht. Verdammt. Ich hoffe, die Mikrofonqualität ist in Ordnung, weil Harry war wieder am Mischpult gewesen. Finde ich nicht sympathisch. Sieht ja auch dunkel aus, ey. Ja. Der Westen geht in Regen unter und der Osten hat puren Sonnenschein hier. Oh wei, oh wei. So, einmal hier rum. Du kannst gleich mal ein bisschen abbremsen, Kollege. Und einmal hier hin. Dafür mussten wir jetzt extra reinfahren. Naja. Manfred. Der Rotzbengel will raus. Noch 3 Fahrgäste. Ja gut. Ist nicht so groß besucht, die Linie hier, ne? Naja, ist halt so eine typische Dorflinie. Würde ich jetzt mal so behaupten. Da fahren auch nicht viele Leute mit. So, du. Dich lassen wir erstmal hier durch, damit ich ordentlich die Kurve nehmen kann. Eieiei, vor Sweetback, ey. Da ist auch frei. Dann können wir 70 weiter. Vorausgesetzt alle sitzen, aber das sollten sie eigentlich. Nächste Haltestelle. Ernst Roder, Abzweig Schmiedel. Und wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Gibt genug Sitzplätze, also wozu? Ne? Da kommt ein Transporter. Da kommt nichts. Du mach mal ein bisschen hinne. Danke. Ja, ich muss schon sagen, die Performance ist wirklich die beste, ne? Trotz Regen kann man echt nicht meckern. Haben sogar Verspätung, ey. Da gebe ich ja schon Stoff. Naja, egal. 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 Wir kommen ja schon in Ernst Roder an, Mensch. Ist doch schon die nächste Haltestelle. Abzweig Schmiedel. So. 60. Macht schon Spaß irgendwie. Ach ja. Ernst Roder. Kein Haltewunsch, also können wir weiterfahren. Eieieiei. Schöne holprige Straße hier. Schön. Aber mein Feedback hört man wahrscheinlich übelst. Tut mir leid. Nächste Haltestelle. Ernst Roder, Leutebecker Straße. Ja, jetzt ist es zu spät. Also jetzt steigt er am Ort aus. Aber die Karte macht schon irgendwie Spaß, ne? Gut, das ist jetzt auch nicht so eine Linie, wo du irgendwie sinnlos irgendwie rumkorken tust. Nächste Haltestelle. Ernst Roder, Ort. Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. Aber interessant, dass hier die Straße endet laut BBS. Da ist da ein Kreisverkehr oder ist das nur zum Wenden? Das müsste ich mal nachgucken, Moment. Weil eigentlich, geht's doch hier weiter.
Aber für BBS ist hier Endstation. Ja, moin. Also zumindest für die Karte. So, wie lange hatten wir denn jetzt Aufenthalt? 2 Minuten und dann wieder Abfahrt, okay. Und dann kommst du da und hast auch 2 Minuten Aufenthalt und wieder Abfahrt. Ja gut, das ist wirklich so eine Pendellinie. Mit wenig Pause. Wahrscheinlich erst so eine Stunde längere Pause. Länger Aufenthalt, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war das doch mal eine schöne, gemütliche Runde hier auf Hohenkirchen auf der Linie 853 nach Ernstroder Ort. Und wir werden mal hier die Fahrt abschließen. Mal gucken, wie wir heute für ein UVMD abgeschlossen haben. Gut, Fahrgastkomfort, Fahrscheinverkauf. Ja, am Anfang, wo die Olle gemeckert hat, es ist viel zu kalt im Bus. Dankeschön, du blöde Kuh. So, ne, also so schnell kann ein Fahrgast dir die Laune verderben für eine Auswertung. Aber gut, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich weiß, es ist heute kein extrem langes OMSI-Video. Hatten wir auch lange nicht mehr gehabt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!